Hallo Internet und hallo YouTube, willkommen zurück zu Minecraft Feed the Beast. Willkommen zurück in unseren kleinen Dörfchen. Wo ich jetzt noch nicht weiß, was ich vorhabe. Ja, ich weiß wirklich nicht, was ich vorhabe. So, das letzte, wir haben drüben gebaut. Genau, wir haben gebaut. Gebaut. Da brennen die Steine, da war ja was. Was wollte ich mit den Steinen machen? Na, was weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall machen wir jetzt einmal hier ein paar Bäumchen abbauen. Die nerven mich gerade. Das Geklimper nicht mehr aufgeht, also doch genervt. Leicht. Nur leicht. So, das brauchen wir noch mit. Drei Wolle werden wir gleich mitnehmen. Wir werden uns ein Bett da drüben gleich machen, weil. Haben wir zumindest einen Safe Point da drin, aber das ist eigentlich wurscht. Dann könnte man sich hier machen, aber den brauchen wir hier dort noch da derzeit, weil in Enderwerk haben wir unseren Safe Point ja sowieso noch. So, dann werden wir das hier noch abbauen. Jetzt regnet es auch noch toll. So stellen wir das vor, wenn ich was tue. Hier sind die Bienen. Sollten alle Slots leer sein, bis auf den, das war klar. Wir werden aber noch mehr Bäume mitnehmen, werden sie drüben sowieso brauchen. Wir jetzt nicht unseren eigentlichen Vorrat benutzen. Daher nehme ich es lieber hier weg. Habe ich da die Höhle übersehen? Nein, habe ich nicht, aber die wäre hier schöner als. Seht ihr, genau das ist das. Das wäre so ein kleines Zwischenlager gewesen. Sehe ich jetzt erst, leider. Ja, kann man noch immer das Zwischenlager benutzen. So, was wollte ich? Ah ja, Steine mitnehmen. Steine mitnehmen. Die können wir jetzt hier kann ich auch einsammeln gleich. Brauchen wir sowieso. So sieht darum setzen, immer gut mitzunehmen ein paar. So, es ist die Frage, wie viel Holz haben wir? 50. Okay. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, ein ganzes Stack mit. Das jetzt nehmen wir mal mit. So. Basta Shooter. Wie ich sagen. So, dann haben wir ein paar Spitzsachen mit, das ist auch gut. Wir setzen hier. Und sehen, dass da hinten keine Sätze hier gibt. Denke ich mir, ja. So, 54 dauert noch ganz kurz. Gibt mir die Chance hier kurz zu überlegen. Ja, brauche eine viel überlegen, weil in Endeffekt ist das wurscht. Das da hinten ärgert mich jetzt schon ein bisschen, weil im Endeffekt wäre es wirklich ein schönes Lager gewesen für Elektrosachen. Gut, man kann es ja trotzdem ein bisschen aushöhlen noch. Dann soll es jetzt entscheiden. Kann mir irgendwie von Regen die Taufe. Auffälligerweise. Sehr auffällig eigentlich schon.
Ich habe mich der ersten Spitzhacke kurz hin, weil die ist eigentlich eh schon halb kaputt. Schauen wir uns mal draus machen. Aber es mich lustet hier noch irgendwas zu tun drin. Mal anschauen, Ruhe. Weiß ich noch nicht. Überlege ich mir noch. So, was ich mir auf jeden Fall überlege, ist einmal Kohle mitzunehmen. Das ist vielleicht gar nicht so eine dumme Idee. Und noch einen 64er Stein mitnehmen. Jetzt haben wir hier noch brennen schnell. Das war falsch, das will ich. Das will ich. So, dass sie durchbrennen noch, solange ich da sind. Aber ich bezweifle, dass es das wird, weil ihr Junkloader hier keiner ist. Egal. Gibt's Überraschung, das brennt doch durch. Hatte ich übersehen. Auf jeden Fall mitgenommen, ist klar. Ein Baumhaus. Baumhaus. Da lache ich ja. Da lachen ja die Hühner drüber über das Baumhaus. So, schauen wir mal ein bisschen uns um nochmal. Jetzt haben wir ja Zeit. Schieben wir ins Lager drüber. Drüben machen wir weiter. Nebenbei können wir noch ein bisschen Bienen mitnehmen hier. Pilze wären auch interessant zu mitnehmen, aber die will ich jetzt nicht mitnehmen. Das ist noch zu früh. Falsche Richtung, da kann man lang. Nee. Da kann man lang. Komische Richtung, wenn man sich da einschlägt immer. Tadam. Dam dam dam. Habt ihr was gesehen? Ganz leicht rausflackern. Wow, eine Biene. Super. Hat sich jetzt voll ausgezahlt. Gratulation. Mich selbst. Wir gratulieren mir. Stellenweise gratuliere ich mir schon für das, was ich hier mache. Gewisse Dinge sind halt relativ uninteressant. So, das ist jetzt die Frage aller Fragen. Basalt. Habe ich wirklich die Idee, den Basalt zu nehmen und mit dem Basalt dann den Basalt abzubauen? Und das mit dem Basalt eigentlich unseren Weg machen. Drüben zumindest. Oder wir bauen wirklich ein bisschen an Sand ab und machen das mit Sand einmal. Theoretisch ist es ja relativ egal, wie wir es machen. Weg ist am Ende weg. Und die Frage, was schaut besser aus am Ende? Die Frage werde ich mir selbst noch nicht beantworten können gerade. Leider. Ich werde sie mir auch nicht beantworten können. Leider. So, 20 Meter noch bis zum Lager, aber das ist nicht das Lager. Oh ja, das ist eigentlich das Lager. Ja, hier sind wir da. Also. Puh. Da gibt es noch ganz schön viel zum Bauen. So, was haben wir jetzt natürlich für ein Blödsinn gemacht? Ich habe keine Kiste mitgenommen. An allen Blödsinn denke ich, nur an der Kiste denke ich nicht. Nur an eine Kiste denke ich nicht. Nur an eine Kiste habe ich nicht gedacht. Jetzt habe ich eine Kiste. So. Kiste Zwischenlager. Auf jeden Fall einmal. Ja, was willst du drin lagern? Nein, kannst du nichts reingeben. Das Wichtigste habe ich reingeben eigentlich. Von Theorie her.
Das andere behalten wir uns. So, jetzt haben wir mal kurz unsere Löcher hier stopfen. Dem mal alles zu ist, was zugehört. Okay, in die Richtung ist eine blöde Idee. Gleich nochmal versetzt fast. So, der ist jetzt mal zu hier. Dann geht es hier weiter. Muss man hier abschließen auf jeden Fall einmal. Kommt dann noch eine Türe hin. Das ist natürlich die Frage, können wir eigentlich noch eins rausgehen? Das Beste aussieht. 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 Das haben wir jetzt. Ich habe jetzt zu viel rausgeholt. So. Das ist der Übergang in die Brücke nachher. So. Gut. Gut. Obwohl eigentlich. Das muss ich so machen. Hier kommt eine Doppeltüre hin. So, dann kommt es jetzt darauf an, wie man das hier. Boah, das wird ein bisschen länger rumbauen jetzt. Obwohl eigentlich nicht, da kann man eigentlich so arbeiten kurz. Den das mal hier mal dazu machen. Wichtigsten Dinge wieder mal gemacht. So, dann heißt es hier unten zu machen. So, wie weit gehen wir vor? Wie bis dahin mal gehen? Hat uns ja nicht erspart. So, noch was auch schon am Ende. So. Dass sie das Eingang nützen. Fällt mir jetzt so halb mal. So, schaut auf der Rückseite aus. Muss man da ja auch zumachen? Jein. Jein, würde ich mal sagen, weil. Naja, gut, auf der anderen Seite schaut es natürlich besser aus, wenn es so ist. Das ist auf jeden Fall jetzt so hier, da haben wir ein Problem weniger. Jetzt hier runter, hier geht es auch runter und dann haben wir hier sowieso. Ja, da brauchen wir sowieso noch viel mehr Steine, also das ist jetzt variabel. Da müssen wir uns auch was einfallen lassen, wenn wir da den Steinkorridor durchziehen. Bis nach vorne. Und auf der Seite auswechseln. Gute Frage, nächste Frage war das. So, was ich auf jeden Fall nochmal weiß, ist, dass der Sand hier wegkommt. Die zwei auch, die auch noch. Sind da extremst im Weg. Jetzt hätte ich immer Erde geben. Kurzfristig mal. Das Ganze muss mal halbwegs gut aus. Ja, das kann man so lassen. So, weiter geht's. So, mal hier.
Ja, das ist okay so. Da muss ich noch abbauen. Bisschen. Das ist ganz ein bisschen größer wirkt hier. Ich weiß nicht, was wir mit denen hier machen. Wenn im Endeffekt bringt uns das hier gar nichts, weil das haben wir eigentlich in Niemandsland. Von der Theorie sind wir in Niemandsland, aber wir können hier noch variieren. Einfach einmal Treppen. So, das ist danach für Steinabbau. So, bin ich jetzt gescheit oder bin ich nicht gescheit? Da fehlt noch einer. Vier Seiten für den Anfang reichen. Vier Stein Treppen kann man einiges machen. So ein Bleistift. Mach das doch so. Schon nimmt das Ganze ein bisschen Form an. Bevor wir Form. Da bauen wir noch aus. Da halten wir auch noch ein bisschen aus. Ein bisschen komplett aushöhlen jetzt. Ach ja, da war der Verbindungsweg gut. Das ist okay. Jetzt ist das ein bisschen was anderes. Wir setzen das nämlich als Abgang nach unten. Nämlich bauen wir uns hier runter. Und hier runter. Das müssen wir oben noch zumachen dann. Ja, das wird so, weiß ich nicht, was das wird. Das wird irgendwie so was Ähnliches wie eine kleine Station da unten werden. Eine kleine. Ja. Schienen. Hier und hier mal. Na, das ist der Blödsinn. Das ist unsymmetrisch. Hier und hier. Licht. Wenn ich hier zweispurig runtergehen will, müsste ich theoretisch. Eins nach hinten noch bauen. Du kommst sowieso weg, weil du bist überflüssig, du kannst darüber noch weiter. Zweispurig hier runter. Sprich einmal hier, dann eins nach vor. Ah, jetzt geht das Rechnen an, Hilfe. So. Eins nach vor. Und dann geht es hier wieder runter. Sprich, dann müssen wir eins nach hinten noch. Deshalb symmetrisch haben wir uns schön ausschauend haben wollen. Quadratisch gesehen abgebaut. So, eins nach vor. Das sind jetzt schon zwei nach vor. Dann geht's hier runter. Sehr verwirrend, wie ich das mache. Zwei nach vor ist noch fast ein bisschen zu viel. Eins nach vor. Okay, das ist das Rechenspiel einfach.
Frage ist, ob ich jetzt das Hirn dafür. Theoretisch ja. Okay. Anders, neuer Plan. Wenn wir das jetzt mal nach hinten da durchbrennen. Zur Scheine. Wenn wir das nochmal durchrechnen kurz.